Ich habe heute ein Dirtly an, aber so dreckig ist es gar nicht. Also. Und abziehen! Oh, das ist schön! Sale Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video auf dem Kanal Black Forest MTB. Heute mit einem Special Guest und einem neuen Test von einem neuen Rad oder eine neue Besichtigung. Das hat sich der Kollege gekauft auf, würde ich sagen, auf meine Empfehlung hin, ne, im Endeffekt. Und zwar, ja, wir sind eigentlich keine Fanboys, aber man muss halt sagen, die Marke macht halt einfach geile Bikes fürs Geld. Preis-Leistung, würde ich sagen, ist das Number One. Und naja, dreimal dürft ihr raten, um was es geht. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Jetzt zeige ich es euch, und zwar hier die Maschine. Der Björn, Servus. Erste Mal auf dem Kanal. Hi. Und mit dem geilen Teil, das hat er sich geholt, das ist jetzt heute die zweite Ausfahrt. Und das Topmodell, was es davon gibt, ein YT Decoy in einem sehr geilen Blauton. Jetzt halt schon sehr dreckig, wir sind jetzt halt schon ein paar Meter hochgefahren. Mit natürlich der besten Ausstattung hier. Elektrische Schaltung von Shimano mit Automatikmodus, Fox Factory Fahrwerk. Ja, schauen wir mal, ob sich's bei ihm bewährt macht. Ne? Ich fand es jetzt nicht so gut, aber das sind jetzt, glaube ich, auch die neuen Teile. Also der neue Dämpfer auf jeden Fall wird es sein von diesem Jahr. Genau, schauen wir mal. Er fährt auch im normalen Fahrrad das gleiche Fahrwerk. Und heute schauen wir einfach mal ein bisschen, wie er zurechtkommt. Ich fahre ein bisschen hinter ihm her, wollte auch mal ein bisschen sehen, wie er halt so fährt. Gell? Und danach kann er mal seine Meinung abgeben, was er von dem Fahrrad allgemein bis jetzt hält. Er hat halt vorher nichts Besonderes gefahren. Ne? Was war das? Cube Stereo. Welches Baujahr? Hybrid 2018, meine ich. Ja, also sehr, sehr alt. Mit einem alten Motor, als sehr alte Technologie allgemein. Und da ist das jetzt ja natürlich... Nicht zu vergleichen. Genau. Das hat jetzt auch 170 Federweg, gell, vorne, hinten. Ja. Das ist natürlich auch eine andere Welt. Und halt eben Ausstattungsfeinste vom Feinen. Okay, also wir sehen uns dann auf der Fahrt. Spätestens oben nochmal. Fahren jetzt unsere Standard-Home-Runde ein bisschen. Und probieren halt eben ein bisschen mit dem Bike aus, gell? Bis dann. Oh, Leute. Jetzt sind wir oben angekommen. Wir haben jetzt noch kleine Einstellungssachen gemacht. Mein E-Bike ist sogar schon aus, so solange hier rumsteht. Wir fahren jetzt erstmal einen etwas gechillteren Trail runter. Sehr flowig. Wenn jetzt quasi mal so ein kleines Grundsetup ein bisschen nochmal gemacht, die ganzen Dämpfergeschichten eingestellt, ein bisschen über das geschwätzt, was hier ist unten. Das hat ja furchtbar viel Einstellungen, ne? Das kennt ihr ja. Und genauso muss man sich eigentlich auch mit dem auseinandersetzen. Wenn du dich mit dem nicht auseinandersetzt und da nichts verstehst, dann ist das Ding schlechter wie eine Gabel für 300 Euro am Endeffekt, wenn du das ganz falsch einstellst. Genau, jetzt schauen wir mal, was geht. Ich fahre hinter ihm und ihr seid dabei. Hier ist ein richtiges Ballerstück auf jeden Fall. Voll schön hier drüber über die Wurzeln. Keine Angst haben. Abziehen. Zack. Jawohl. Hinten bleiben. Hier leicht Außenspur. Da sieht man schon einen halben Anlieger. Hier ist matschig. Schön. Hat er abgezogen. Geil. Und abziehen. Jawohl. Schön. Und rechts. Jawohl. So, gerade über die Straße dann. Ja. Hohoho, geil, geil. Jawohl. Ei, ei, ei. Ich bin jung. Ja. Bin schlecht unterwegs. Ja, Highline hier machen. Oh, hier macht der Highline. Sehr schön. Ah, das Fahrrad ist ein Genuss, so, ich sag's euch. Frischer Gabelservice, Charger 3 Umbau. Hat sich sowas von gelohnt. Ihr hört ja jetzt selber, da hört man mich labern. Und ein Hauch von nichts, ein bisschen die Reifen. Ja, der Junge fährt auch noch mit Schlauch. YT hat zwar alles dazu, aber sie haben keine Milch reingemacht. Deswegen kann er es noch nicht umgerüstet. Er muss sich jetzt noch Milch abchecken.
So, stopp, jawohl, und rechts, jawohl. Sehr geil, hey. Ja, war schon sehr zügig, gell? Und der Wegrutscher war ja Deluxe-Klasse. Komplett Gewerkstande. Alles drauf, oder? Ja. Ich mache euch mal sauber. Ihr lauft, gell? Ich habe heute ein Dirtley an, aber so dreckig ist es gar nicht. Also, es geht klar. Ihr seht ja hinten ihn. Ja, ja, komm, komm. Es ist eh egal, ne? Das kommt gerade hier von links. Oh, krass, jawohl, jawohl. Und, ah, der bremst. Hier kannst du voll reinlaufen lassen. Das Ding fängt dich hier komplett auf. Ja. Geil! Schöne Leine, ja. Gefunden. War gerade ein paar Meter auf so einem Weg nach Richtung Olsbach. Schön im Pedal. Boah, riss der das Ding auf. So, schön. Sowas muss man mal jetzt gucken, gell? Voll abgezogen mit dem Hinterrad. Komplett auf so Wurzel. So, Leute. Auch im Uphill fahren wir hier Trails. Richtige E-Bike-Tour halt. Wir sind eigentlich heute echt nur steiles Zeug hochgeballert. Jawohl. Ich schalte mal einen Modus höher. Aber geil, also sieht gut aus. Gefällt mir auch super, das E-Bike. Was hast du eigentlich bezahlt? 7.999. Das war UVP, oder? Ich glaube, du hast nur 6.999 gezahlt, oder? Ja. Und das ist halt wirklich eine Ansage, alles High-End, Vollcarbon, E-Bike, weiß hier rutschig, Fox Factory, EP801, 720 Wattstunden, das schöne kleine Shimano-Display, ihr kennt's, keine Leute ermutigen hinzufallen mit dem neuen Decoy. Es geht aber nur ums Fahrrad, YT ist nur wichtig. Wenn du stürzt, wirf dich schnell hin und lass das Fahrrad auf dich fliegen, okay? Alles klar. Ah ja, jetzt habe ich Feedback von hinten auch. Jawohl, 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 das macht er gut. Boah, noch weiter links, richtig. Jawohl. Rechts, rechts. Rechts. Hier lang, hier lang, hier lang.
Jetzt, jawohl. Und runter. Und inne, jawohl. Aber merkt, die Leine fällt ihm noch schwer. Hier außen. Boah, das wirft so Steine. Schön. Das war falsch. Das war auch falsch. Am Video siehst du dann. Hallo. Hast du den Hund oben gesehen rechts? Hat es auch gerafft, der Hund. Bös gut. Bester Hund. Jawohl. Geil. Jawohl. Geil, ein bisschen chaotisch, aber ging schon. Links, links. 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 Achtung, da geht's nach rechts gleich. Ah, Kurvenkönig. Ja. Naja, reichst du hier eine Spur rein? Schön. Komm. Geht aber, geht. Ist doch gut. Hier, hier. Meine ich. Hier und dann so. Ja, genau. Das ist halt anders, gell? Das ist anders. Das sag ich doch. Das ist. Jawohl. Ah, das, vielleicht sollte man das mal auch frisch machen hier, dass der Riss da rauskommt, die Kuhle. Ein bisschen Abstand. Ja, genau. Achtung! Ist die, also das da unten ist eigentlich fast schlimmer als der Sprung selber. Kannst. Jetzt hier rechts rein gleich. Hier. Ja. Ja. Da kommt Uphill dann. Achtung, gell? Jawohl, und dann geht's hoch. Achtung. Juhu. Oh, viel zu leichter Gang. Übertrieben. Der Baum liegt hier mies. Alles klar. Hammer. Ja, weißt du, was halt auch ist? Du hast hier mal rechte Reifen auf dem Fahrrad vor allen Dingen.
Da. Genau. Und dann einfach hier. Zack. Da ist ein Mast. Guck mal, neben dem Mast kannst du durch. Aber Achtung, könnte auch rutschig sein. Schön. Jetzt sind wir wieder daheim angekommen. Björn und ich schon umgezogen. Jawohl. Und Fahrräder auch schon wieder geputzt. Seht ihr, sieht wieder aus wie neu. So wie es sich gehört, ne? Immer schön nach dem Biken im Schlamm putzen. Und ja, jetzt gibt der Björn mal ein kleines Fazit, was er jetzt von dem Fahrrad bis jetzt hält. Sind jetzt 50 Kilometer drauf, wenn man vorhin schaut. Das ist jetzt die zweite Tour. Ja, also bis jetzt bin ich überzeugt von dem Hobel. Ja. Bist du also happy? Voll. Rundum glücklich. Ja, ja, das Feeling hat er halt gesagt. Er hat sein E-Bike, wie gesagt, das war halt durchgenudelt. Aber sein Biobike ist ja eigentlich, das ist ja quasi vergleichbar damit. Ja. Aber wie würdest du jetzt das sehen? Er fährt Cube Stereo 160, gell? Das ist Enduro. Genau. Mit, was ist das, 27 Zoll oder auch Mallet? 29. Beides, also genau. Full 29. Genau. Das ist ja jetzt Mallet hier. Ja. Und. Finde das wendiger auf jeden Fall durch das Mallet. Ja, das andere ist halt leichter, merkst halt doch das Gewicht beim Runterfahren, ja. Aber grundsätzlich... Und du hast halt doch die Bodenhaftigkeit mehr irgendwie da und... ja, das liegt halt satter. Liegt hier. Halt satter auf jeden Fall. Genau. Ich glaube, das hat auch nochmal ein bisschen extremerer Lenkwinkel. Also die Geometrie von dem Fahrrad ist nochmal ein bisschen abwärts orientierter als das von deinem Cube, ja, glaube ich, ja, oder? Ich glaube, da ist die Gabel ein bisschen steiler runter, ja, ja. Und so. Also das ist glaube ich, auch ein bisschen länger. Ja, das kannst du nicht vergleichen. Kannst du echt nicht vergleichen. Das ist... Also ja, andere, andere Dimension. Ja, ja, ja. Also wie du heute da quasi am Kammweg, wie er heute da geballert ist, wird wahrscheinlich, also mit beide andere Fahrräder von ihm nicht gehen. Und da ist halt noch Potenzial, also da ist nur Luft nach oben mit dem Ding. Bestimmt. Also jetzt geht's üben, richtig üben, los. Üben. Genau. Er hat auch gemeint, eigentlich kannst du alles damit machen. Damit kannst du in den Bikepark gehen, damit kannst du Touren fahren. Ne? Der Sommer kommt. Genau. Also wir werden es auf jeden Fall auch noch öfter am Kanal sehen. Und ich denke dann mal auch Langzeittest. Ende der Saison oder so. Werden wir schauen, wie viele Kilometer drauf hat. Und werden das Ganze mal beobachten. Und schauen wir uns an, wie er sich weiterentwickelt. Genau. Ihr habt ja heute gesehen, wie er fährt. Und werdet das sehen bis zum Ende des Jahres, wie er dann fährt. Genau. Dann also. Kommst du mir hinterher. Genau. Das sehen wir ihn gar nicht mehr. Also, bis zum nächsten Mal, Leute.